Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Demon's Souls und wir hatten in der letzten Folge hier den Boss im Sumpf besiegt. Da gehe ich jetzt auch weiter, weil ich will das Mondlichtschwert haben. Und ich glaube, ich kann gar kein Level machen, oder? Ich würde da mal ein paar Seelen poppen, glaube ich. Also die ganzen Sonderseelen nicht. Weil hiermit kann man noch Magie-Sachen kaufen. Dann gehe ich hier weiter. Sumpf des Leids. Ja. Ja, mit Freke ist echt scheiße in der letzten Folge gewesen. Ich hatte jetzt auch keine Zeit zu schauen, wo dieser scheiß Schlüssel ist, aber das sollte ich gerade als Magier eigentlich mal so langsam Angriff nehmen. Oh, ich wollte meine Waffe auch leveln. Ja, okay, dann ich level die Waffe, sobald ich hier die Abkürzung auf habe, weil hier rechts gibt es eine Abkürzung. Ich muss jetzt hier links einmal komplett hinten rum, da rum und dann hier wieder hin. Das heißt, wenn ich hier die Abkürzung offen habe, gehe ich kurz zurück zum Keilstein, obwohl ich kann mich auch zurück teleportieren. Sobald ich die Abkürzung auf habe, teleportiere ich mich zurück zum Nexus. Und ja, da, hier ist die Abkürzung. Und lerne zu sprechen. Und level meine Waffe. Boah. Ich muss gerade richtig überlegen, was ich sagen wollte. Wo laufen die hin? Die kommen zu mir, ne? Ah, guck, jetzt ist man vergiftet. Das ist eine richtige Scheiße hier, ich sag es euch. Und Gift zieht halt auch übel ab. Da vorne gibt es aber einen Ring, der macht mich nicht mehr langsam am Sumpf. Den brauche ich auf jeden Fall. Dringendst. Und was mir gerade auffällt, es gibt gar keine Anzeige, für wann man vergiftet ist. Da, jetzt ist es vergiftet, aber es gibt gar keine Anzeige dafür. Ich will auch nicht so viele Lotusse jetzt hier verballern. Weil hier vorne kommt auch gleich eine Invasion. Oh, die steht da schon. Ich brauche echt. Ich muss auch vielleicht mal eine Folge Gräser sammeln. Kriegssensor, cool. Da vorne ist die Invasion und da ist, glaube ich, auch der Ring. Ja, gehe ich auf Magie oder gehe ich so auf Angriff? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nicht, wie der oder die angreift. Schau ich mal. Gucken wir mal kurz. Das war sehr gut. Das war noch besser. Oh. Ich konnte mich nicht bewegen! Was? Wieso? Hä? Ah, Mann, ey. Ich brauche dringend Freke, Mann. Der Zauber hier ist scheiße. Ich muss den Weg nochmal latschen, ne? Das hasse ich. Das ist ja allgemein eigentlich eine coole Mechanik, die Souls Games reingebracht haben. Dass wenn man stirbt oder irgendwo rastet, dass alle Gegner wiederbelebt werden. Und man halt immer wieder den ganzen Weg latschen muss. Ist halt so ein bisschen wie Oldschool Mario. Wenn er da stirbt, muss er halt auch das ganze Level nochmal neu machen. Und auch alle Gegner nochmal neu besiegen. Ähm,
Aber ist natürlich auch nervig, ne? Ja, klar. Das hält ja aber auch eine Menge. Hier heile ich mich mal kurz. Aber bin ich jetzt eigentlich Wanted von der einen Troller da? Die hat mir ja eben schon fast die ganze Leiste abgezogen, als ich noch lebendig war. Vielleicht hole ich mir auch nur das Item und hau ab. Wenn die so stark ist. Ich versuche gleich mal mit Schild was zu reißen. Ich kann mir vorstellen, dass das halt nichts bringt. Ach mal, dieser Scheißgift. Jetzt habe ich auch ein Schwert. Ich glaube, man kann hier nicht öfters hintereinander sich rollen und das war das Problem. Riech der Katze, genau. Lol. Ich glaube, so ist sicherer, wenn ich es so mache. Ich will die abzieht, obwohl ich das Schild oben habe. Ne? Und das ist kein schlechtes Schild. Das ist ein gutes Schild. Das ist, glaube ich, das beste Schild sogar. Aber NPCs ist und bleibt in Souls Games eigentlich immer relativ easy. Weg mit der. So, und jetzt kann ich hier den Katzenring nehmen, oder wie? Mindert denn. Ach, das ist der nicht mal. Ich dachte, das wäre der Ring hierfür. Für den Sumpf. Ist aber nur für Fallschaden. Aber ich meine, den gibt es hier auch für, dass ich hier schneller durchrennen kann. Ach, ich kann nicht drehen in dem ganz, mich nicht drehen in dem ganz Tiefen. Glaube ich. Ich weiß auch gar nicht, was hier alles so für Items gibt. Ich wusste, dass es da vorne den Ring gibt. Was es sonst noch so hier gibt, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt. Na, die Saugstein-Dinger, die brauche ich halt gar nicht. Oben ist noch ein Fetter. Moin, Beli. Ja, was? Also, ich glaube, ich weiß mittlerweile übrigens, woran das liegt, ne, mit dem, dass das Bild ab und zu weggeht. Das habe ich nämlich nur bei der PlayZ, oder? Ne, ich habe es auch bei der Switch. Ich glaube, das liegt daran, ich habe beide an so einem Splitterer angeschlossen, damit ich halt beide über einen HDMI-Port steuern kann, weil die Capture-Card hat logischerweise nur einen HDMI-Port.
Eingang. Und ich glaube, oder das sagt er mir auch immer, wenn ich den PC starte, dass der USB 3.0 Port nicht genug Power hat, um das zu befeuern. Irgendwie. So, hier rechts gibt es auch nochmal einen NPC, die ganz interessant ist, weil die eine geile Rüstung hat. Ich weiß gerade nicht, ob es nur die Rüstung ist oder ob die noch mehr kann. Aber an die Rüstung erinnere ich mich auf jeden Fall. Genau, und das war so, ich muss hier erstmal den Boss besiegen. Den Endboss besiegen. Dann kriege ich einen Ring oder ein Schild oder irgendwie sowas. Und das muss ich ihr zeigen oder geben. Genau, ihr Bruder ist das nämlich oder so. Ach, das ist schon wieder ganz viel gefährliches Halbwissen. Lassen wir das mit der Lore. Also da ist auf jeden Fall ein NPC, der ganz cool ist. Ich bin echt, also Lore und ich in Souls Games, ey, wir sind echt keine Friends. Hier hauen die auch schon bedeutend stärker rein, als noch im ersten Level. So, dann kann man hier nämlich runter und dann kriegt man... Ich glaube, dann kriegt hier noch ein... Ah, da genau, da ist das Item. Glaube ich auch nichts Spannendes. No, no Terpentin. Ich würde aber trotzdem mal eben hier das Item holen. Vielleicht ist das der Ring. Man weiß ja nicht. Und nicht für eine komplette Weißpräferenz. Ja, genau. Also, das gibt's auch. Aber ey, bitte frag mich nicht. Also was ich weiß, wenn man eine ganz komplett dunkle Welttendenz hat, dann kann man den Boss nochmal besiegen. In viel, 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 viel stärker. Und das gibt dann seine Rüstung, was, glaube ich, die stärkste Rüstung im ganzen Game ist. Ah, Ring des Diebes gibt's hier nochmal. Hab ich doch schon, ne? Ja, hab ich schon. Das weiß ich. Mit der ganz hellen Präsenz, es kann sein, dass sie nur hier ist, wenn ganz hell ist. Das kann tatsächlich sein. Wie ist denn die Tendenz gerade? Ich bin eben gestorben. Ah, ist normal. Das Dumme an der Tendenz-Sache ist auch, also entweder besiegt ihr hier einen Boss, dann wird die Tendenz besser. Oder ihr besiegt einen PvP-Typen. Und man hat nicht immer PvP-Leute hier. Und da muss man auch noch gegen die gewinnen. Ist also nicht so einfach. Wenn ihr also einmal als Lebendiger hier sterbt, habt ihr verkackt. Im Prinzip. Deswegen bringen sich die meisten Leute auch im Nexus um. Weil da ist es egal. Und laufen immer nur mit dieser halben Lebensleiste rum. Was auch Sinn macht, wenn man diese weißen Tendenzen triggern möchte, ne? Hier ist, hier oben ist das Mondlichtschwert. Ich weiß gerade noch nicht, ob ich oben lang muss. Ich glaube, ich muss oben lang. Ist aber auch kein Problem. Den Weg kenne ich. Bis ich hier nochmal schon mal ein paar von den Dingern, die ich hier gleich lang kann. Schon genug Leute fürs Turnier dabei. Also auf Discord sind wir 14 Anmeldungen. Davon sind aber 5 Leute kein Sub. Das heißt, wir sind aktuell 9 Leute mit Sub. Dass beide kommen, ist natürlich ein bisschen scheiße. Das kann ich aber umgehen, das macht nichts. Indem ich einfach nämlich hier vorne hochgehe. Und auf die Scheiße. Ist egal. Ich weiß auch nicht genau, ob man hier sich ausloggen kann und wieder einloggen. Bei Dark Souls 2 ging das ja nicht. Aber ich meine, das geht hier. Würde ich eigentlich wetten. Das ist schlecht. Ach, ich kann hier nicht rollen. Oh.
den ganzen beschissenen fucking Weg nochmal. Ja, 10 Minuten Koppel, stimmt, wenn alle kommen. Mann, ey. Ich renne jetzt aber durch. Ich renne jetzt direkt durch zum Mondlichtschwert, glaube ich. Ah, das kann man mit farbloser Dämonenseele machen. Ah ja. Also ich habe ihm gerade eine... So ein Scheiß, Mann. Eine scheiß Dunkelmondscheinscherbe fehlt mir. Das ist doch scheiße. Kack. Na gut. Kacke. Und ich brauche dringend neue Gräser. Ich muss eigentlich echt mal gleich 10 Minuten Gräser farmen. Und Viplay, vielen Dank für deinen Follow. Damit sind wir bei 432. Fehlen noch 68 zu 500. Geil. Viplay, vielen Dank. Viel Spaß mit den Emotes. Ach, der ist nicht so beim Zwar. Okay. Da ist noch ein Item. Den und will. Mann, ich brauche Freke, verdammte Scheiße. Damit ich die von hinten abballern kann. Das ist scheiße, Mann. Ich hasse das Level hier. Ich sollte echt lieber nochmal in den scheiß Turm gehen und den Kackschlüssel suchen. Und ich brauche Gräser, Mann. Mir fehlt alles, vorne und hinten. Ich weiß nicht, wie viele Seelen ich jetzt gerade verballert habe. Da waren 7000. Aber es liegen ja auch noch, lagen auch irgendwo noch übel viele rum. Ich habe gerade richtig verkackt. Ach, lass mich in Ruhe, du Spacken. Ich einfach in Ruhe. Bisschen eben nur scheiße hier, nehme ich trotzdem mit. Eine Seele, immerhin etwas, nachdem ich eben Seelen verloren habe. Richtig dumm. Mann, ich hätte schwören können, dass da hinten dieser komische Ring ist, damit ich hier schneller laufen kann. Das ist ja... Oh Mann, ey, guck mal bitte, wie langsam ich bin. Ich laufe jetzt schnurstracks am besten erstmal zur Abkürzung.
würde ich fast sagen. Bringt ja hier nichts, wenn ich hier die ganze Zeit abkratze. Na klar. Ach, ich kotz! Ach du Ach nö! Ach nö, ich bin doch schon raus gewesen, Mann. Wieso springt er nicht? Er ist noch mit dem Zeh im... Oh. Das war nicht mal das tiefe Wasser. Ich bin mit dem Zeh noch im Sumpf gewesen und da kann er nicht rollen. Was für eine Scheiße. Lass mich einfach in Ruhe, bitte. Wo ist Skoppler eigentlich? Ah, ich glaube, der hat heute. Ne, heute ist Sonntag, keine Ahnung, wo er ist. Lässt mich in letzter Zeit oft im Stich. Komm, renn, Madame. Ich habe nur voll. Ich brauche. Ich muss. Wenn ich jetzt nochmal sterben sollte, was sehr wahrscheinlich ist, dann muss ich eben Gräser holen gehen. Ich habe gar nichts mehr zum Heilen. Irgendwas ist da gestorben. Keine Ahnung wieso. Hier nicht ein Keilstein sogar? Bin ich blöd. Er hat einfach die Olle angegriffen. Ich konnte nicht. Also langsam reicht's. Hier ist doch irgendwo ein Keilstein, aber bin ich blöd. Ach, ich kann hier nicht. Wieso mache ich es überhaupt? Ja.
wollte schon wieder drehen, mich drehen, mich rollen, ne? Ich könnte. Ne, da ist kein Keilstein. Dann wird die Abkürzung gar nicht keinen Sinn machen. Ne, da ist kein Keilstein. Was, wie komme ich denn darauf, dass da ein Keilstein ist? Hatte ich irgendwie im Kopf. Aber ich glaube, da gibt es keinen Keilstein. Macht gar keinen Sinn. Ja. Geh weg! Ach nee, bitte nicht. Sag nicht, ich bin jetzt irgendwie verseucht oder so ein Scheiß. So, da ist jetzt das Mondlichtschwert. Ich glaube, ich kann es eh nicht tragen. Obwohl, vielleicht 16 Stärke könnte klappen. Am besten wäre natürlich, wenn ich von hier oben schießen könnte irgendwie. Vielleicht habe ich was zum Werfen noch. Habe ich nichts zum Werfen? Wurfmesser? Ja, das wird jetzt ja ein Himmelfahrtskommando. Wird spannend. Vor allem, weil man nicht anvisieren kann. Perfekt. Ach Mann, ich wollte schon wieder mich rollen. Wie so ein Dulli immer. Perfekt. Wofür habe ich ein Schild, wenn ich es nicht benutze?
Die gehen nicht mehr als viele Seelen so. Das ganze Metzeln bringt sich gar nichts. So, aber Mondlichtschwert im Sack. Weiß gar nicht, womit man die levelt. Ich glaube auch mit farblose Dämonenseelen. Und 4 und. Das braucht Glaube hier. Stimmt, das skaliert gar nicht mit Magie, sondern mit Glaube. Ganz vergessen. Scheiße. Ich habe gerade mal. 12. 12 Level auf Glaube. Ja, gut, das bringt halt gar nichts. Ah, gut, dann wisst ihr das jetzt, ne? Mondlichtschwert, nicht Magie, sondern mit Glaube, also Wille. Schmutz. Ja, wusste ich nicht. Habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. Ja, und die Omi, die ist böse oder tot. Oder beides. Und das Gebiet hier ist jetzt nochmal richtig Pain. Weil hier sind auch Leute, die einen safe vergiften. Mit so einer 100% Giftchance. Aber ich brauche mir eigentlich gar keine Sorgen wegen Items zu machen, weil hier gibt es glaube ich nichts Spannendes. Ich komme halt auch aus jedem Loch raus, doch man sieht die nicht, weil die alles so aussieht wie die. Das sind richtige Chamäleons. Zum Boss ist auch nicht mehr weit. Hier ist, glaube ich, ein Gift-Typ, genau. Ach, Mann! Ist ein gutes Item. Doch nicht. Hab ich gedacht. Da? Schotel, genau. Naja, er bleibt immer da. Kein Bock auf euch. Dann bin ich auf jeden Fall schon fast bei der Abkürzung, weil hier gleich, kommt gleich der. Da ist der Boss und da vorne ist die Abkürzung. Die mache ich mal eben auf. Die ist wie gesagt wichtig, weil ihr habt ja gesehen, wie weit dieser Weg ist. Und den immer wieder laufen, das ist halt die richtige Pain. Nein, lass mich bitte in Ruhe. Bitte nicht runterschmeißen.
Erich haben wir auch. Markensteinkluppen braucht kein Mensch. So. Oh. Abkürzung. Ah, geschafft. Die Waifu und ihr Simp. Ja, die Waifu kommt als Endboss. Die kann man richtig easy schießen, indem man sie mit Pfeil und Bogen abschießt. Das werde ich vielleicht sogar machen. Weil, wie du ihn so schön nennst, dieser Simp, kann Hallo. Ganz schön stark sein. Falls ihr euch wundert, was da ist, da gibt es nur 3 Ephemer-Augensteine. Also lasst euch davon nicht locken. Das ist nur Müll. Nur Müll. Ich gehe jetzt direkt schnurstracks zum Boss. Und der Boss ist so wie der erste Boss hier, so ein Golem. Also auch nichts Außergewöhnliches. Ein Item. Werde ich vielleicht auch mit Feuer machen. Genau, so ein Schmutzkoloss. So ein Mülltonnen-Typ. Der kann auch nichts. Aber der kann so krass schießen, da muss man ein bisschen aufpassen. Sonst kann er nichts. Verwirrt. Was hat der denn gemacht? Der über die Ecke geschossen oder was? Der schießt über Ecken oder so. Ciao. Ah, der ist halt noch einfacher als der davor. Gefühlt. Noch einfacher als der davor. Und jetzt kommt man schon zum Endboss. Also das haben die überall gemacht. Nach dem letzten Boss kommt, ohne dass man weit laufen muss, der letzte, noch ein Boss. Der letzte Boss. Und der gab auch richtig schön Seelen. Jetzt kann ich richtig schön leveln. Ralf, grüß dich, mein Bester. Ja, was ist mit dem scheiß Freke? Ich brauche Freke, Mann. Ich guck mal ganz schnell wegen Pfeil und Bogen, weil ich brauche, muss den einsetzen können. Ich war krank vor Sorge. Weg, 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 weg. Habe ich überhaupt einen Pfeil? Habe ich überhaupt einen Bogen? Hier ist Bogen. Kompositbogen. Brauch 18 Stärke. Ja, es wäre 2 Stärke. Das kann ich auf jeden Fall machen. Das lohnt sich. Wir stehen. Mache ich 2 Stärke. Dann Seele des Geistes, Schlüssel des Lebensäthers. Seele des Müller. So, so, so. Habe ich irgendwie einen Bogenring oder so?
eine Regeneration habe ich. Der ist gut. Ja, jetzt machen wir noch den letzten Boss, weil der ist halt free. Da muss man gar nichts für können. Ich hoffe, ich habe genug Pfeile. Das weiß ich jetzt nicht. Den machen wir noch schnell, den Boss. Man muss halt nur... Also, das ist, der ist wirklich free. Man kann einfach von oben schießen und der Boss kann sich halt nicht bewegen. Und ihr Bewacher, der bewacht sie halt nur genau vor sich. Und da unten in dem Schlamm, da sind ganz fiese Gegner, da will man auch gar nicht rein. Also wenn, ich weiß noch, ich bin damals so oft da gestorben, weil ich durch diesen Schlamm da bin, genau durch dieses ekliges Blut da, Blutschlamm. Da sind ganz viele so Blutegel. Ja, und das ist die Waifu, die Beli meinte. Und das ist ihr Beschützer. Und das ist auch die Rüstung. Den kann man eigentlich auch easy cheesen. Den muss man halt immer parieren. Der ist relativ einfach zu parieren. Aber das mache ich jetzt nicht. Möge dir unversehrt bleiben. Hallo Lara, na du? Wie geht's dir? Jungfrau Astraea. Hinfort, Dämonentöter. Gib dir gleich hinfort. Doch, hier gibt es was zum Plündern. Glaub mal. Ich kann hier richtig gut plündern. Ihr müsst mal eben weg hier. Ihr nehmt nur Platz weg. Der ist geflogen. Der ist auch geflogen. Der macht mir Angst, deswegen hau ich den auch noch weg. So, jetzt nehmt ihr den Bogen. Am besten in zwei Hände. Stellt euch hier hin. Sucht die. Da ist sie. Ich habe gar keine Dings hier aus. Ich habe nur... Oh, ich könnte sein, dass ich nicht genug Pfeile habe. Da muss ich nochmal einmal zurück. Ach ja, genau. Oh Gott. Oh Gott. Ah, okay, das... was... sind die... Hä? Sind die Pfeile so schlecht oder was ist hier los? Schwerer Pfeil? 85 magischer Pfeil. Reicht der vorne und hinten nicht. Das reicht nicht. Macht der Ronin vielleicht mehr Schaden? Ring des Meisters? Ja. Oder? Nee. Treff die voll in die Stirn, das zieht so wenig ab. Ich habe noch eine Idee. Vergiftet. Das ist doch gut. Sobald ich jetzt den Bonus habe, heile ich mich. Und dann mache ich wenigstens mal ein bisschen mehr Schaden. Vielleicht hilft das ja. Hallo? Ring? Wann wirkst du? Wirkt er schon?
Wirkt schon, okay. Gut. Oh ja, das ist schon mal besserer Schaden. Die heilt sich! Das mit dem Heilen hatte ich jetzt nicht bedacht. Hatte ich auch vergessen, um ehrlich zu sein. Die heilt sich schon wieder. Scheiße. Ich bin auch perfekt vorbereitet in den Kampf gegangen. Ich liebe es. Seht ihr, wie wenig Schaden das ist? 67. Möge dir in den tiefsten Tiefen des Sumpfes verrotten. Ich glaube, der hat sich aber auch gerade gebufft. Ja, das ist halt echt Pain. Der Typ ist Pain. Ist doch nicht, was ich da machen soll. Gut wäre auch, ihn rauszulocken und einfach an ihm vorbeizusprinten. Ich kann mich hier wieder nicht drehen. Ah, ich hole mir Pfeile. Pisse. Oh, es könnte doch so einfach sein, weißt du? Wieso habe ich nicht einfach mehr... Ich weiß gar nicht. Die Magie, Pfeile, Scheiße, die kriege ich im Sturm gedöns. Aber den, ich habe den, kriege ich bei Patches Pfeile, gute Pfeile? Nun, wie geht's? Schwerer Pfeil. Guck mal, ob ich bei dem anderen hier Pfeile bekomme. Die vielleicht? Ich kann euch Waffen spielen. Normale Pfeile. Das wird ja wohl, also das wird ja wohl reichen an Pfeilen, oder? Also wenn 235 Pfeile nicht reichen, dann weiß ich auch nicht. Giftpfeile, ja, das Problem ist der... Verkäufer, also der Typ, der dich verkauft, den müsste ich erstmal freischalten. Das wäre übel zu Umweg und gar kein Bock. Ich mache mir wieder hier den 30% Ring rein. Zack. Dann lasse ich mich kurz vergiften von dem einen Typen da. Geht das schon. Thank you.
Hallo. Hallo Alex. Komm, greif mich an. Bitte. Kann sein, dass ich sie erst einmal angreifen muss. Sein. Das ging auch früher alles so easy peasy. Was habe ich da eigentlich auf dem Kopf? Was habe ich da am Kopf, wenn ich den Bogen raushol? Verstehe ich gar nicht. Hä? Komm, jetzt greife ich an. Ich habe deine Freundin angegriffen. Ja, geh doch. Ich hoffe, das reicht schon. Oh ja, es reicht schon. Gut. Weg mit dir. Solo-Show gewonnen, GG. Hör auf, dich zu heilen. Ich glaube, das macht die aber nur ein paar Mal, das Heilen. Hoffe ich. Jetzt halte sich nochmal. Bei euch so. Ah, Lara, danke, mir geht's gut. Wie geht's dir? Bescheiden geht's mir. Man kämpft sich durch. Was ist los? Du warst krank oder so, ne? Du bist krank und im Urlaub oder sowas. Hab ich mir gemerkt. Gut, ne? Soll schon was heißen, wenn ich mir was merke. Halte sich wieder. Na, bis gleich. Ich kann euch dann ganz genau sagen, wie viele Pfeile ihr braucht. Also ihr braucht auf jeden Fall über 100. Das ist schon mal klar. Aber ich glaube nicht mehr als 200. Die ist ja gleich schon hinüber. Macht das auf jeden Fall mit diesem Ring der Ratte. Das hilft. Woher? Was jetzt? Jetzt gleich hinüber. Jetzt gleich hinüber. Ein noch. Ein noch! Oh, Gott sei Dank. Ja, geil. Dämon besiegt. Böser Dämon, du. Böser, böser Dämon. 30k gab das. Hier will ich eigentlich nicht runter.
Ja, ihr Freund, was ist mit dem? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich bin krank, das ist natürlich geil. Und hier sind richtig ekelhafte Dinger drin. Jetzt ist die Frage, kann ich den auch noch killen? Weiß ich nicht. Ne, der kommt dann. Okay, hau rein. Tschö. Keine Zeit. Ich weiß aber auch nicht, liegt da ein Item von ihr, was ich brauche? Weiß das nicht mehr. Das ist der Keilstein auf jeden Fall. Renne ich durch bis zum Keilstein? Weiß ich nicht. Wieso lebst du eigentlich noch? Du hast gerade keine Waffe. Renn doch mal! Ich renne, ne? Ich halt Rennen gedrückt übrigens. Ja, ich musste hier ran. Ich bin irgendwo hingerast einfach. Oh Gott, ja. Schnell Nexus, ich bin einfach genau hier wieder hin. Das ist Corona, oh, mein Beileid. Huiuiuiuiuiuiui. Huiuiuiuiuiui. Ja, ich muss mir auf jeden Fall in der nächsten Folge versprochen, kümmere ich mich darum, dass ich Freke befreien kann. Linderung. TP und Schatz des berührten Charakters. Für die jungfräuliche Dämonenseele. 10 hoch das nur. Und ein Slot. Mach ich mal. Linderung ist gut. Heilung und so. Das ist ganz gut. Ach ja, kann ich auch merken direkt, ne? Müsste ja wohl jetzt das Slot haben. Feuersturm braucht 3. Ich muss auf jeden Fall mal ein bisschen mehr, weil ich brauche Feuersturm auf jeden Fall für die Dingsbums. Baro! Baro! Danke dir für den Prime-Sub, mein Bester. Wünsche dir ganz viel Spaß mit den Emotes. Danke, danke. Cool. Und hallo Lisa! Ich verdanke uns das. Ja, was ich auf jeden Fall mal abgesehen von der Folge jetzt machen kann, ist Gräserfarm. Das kann ich noch machen. Das muss ja nicht unbedingt in der Folge sein. Also abonniert gerne den Kanal und bis zum nächsten Mal. Haut rein.